Willkommen zurück zu Drakensang. Ja, ich habe mich hier schon mal im ganzen Gebiet ein bisschen umgesehen. Ich habe alles beklaut, nochmal, was man so beklauen kann. Habe mit allen nochmal geredet. Habe den Trick, der bei dem Schmied versucht hat, geklappt hat, sogar bei den anderen Händlern versucht. Da ging es leider nicht. Das gilt allerdings auch für den Händler, für den Schmied selber. Wenn man ihm nämlich Waren verkauft und später wieder abkauft. Das Geld kriegt man nicht zurück. Es ist also keine endlose Geldquelle, sondern nur, ja, temporär. Einmal Inventar leer klauen. Abbrechen. Wir wollen die Moorbrücker-Sümpfe nicht endgültig verlassen, wenn ich mir nicht absolut sicher bin, dass ich hier fertig bin. Kehrt zum Sinnetempel zurück. Bringe das gestohlene Gut zu Schotterbier und Speckstein. Das mit Schotterbier müsste ich gemacht haben. Ich rede trotzdem nochmal mit ihm, weil ich die Quest sonst nicht. Wenn gleich kommt Quest fehlgeschlagen, dann muss ich das ernsthaft machen, bevor ich die Quest Magier abgebe. Gut, dass ich da noch ein paar Speicherstände habe. Ist ja zu sehen, dass ich manchmal zwischendurch speichere und also unter Es ist noch etwas Drachen sagen Sprengstoff da. HDX. Okay. So betrachtet gehe ich lieber. Gut. Dann sind wir hier wirklich leider traurigerweise wirklich komplett durch mit Moorbrück. Moorbrück. Wie dem auch sei. Wir können gehen. Und geben dann natürlich erstmal bei ihm, bei Speckstein, die Quest ab. Wenn wir Talia dann nicht finden, mache ich mir ernsthaft die Mühe, nach dem nächsten Part, nach dieser Folge, noch mal einen anderen Spielstand zu laden, Quest mit dem Magier noch nicht abzugeben, sondern erstmal die mit Speckstein dann zurückzukehren, weil wenn wir Talia, was auch immer, dann bekommen. Schön, jetzt haben wir schon zwei Orte, zu denen wir nicht mehr reisen dürfen. Gehen wir direkt nach Vormannsheim. Ja, wenn wir dann halt ein Gruppenmitglied mehr haben als sonst, würde ich mir den Umstand machen, alles bis zu diesem Punkt nochmal zu spielen. Vom letzten Speicherpunkt aus, ich weiß nicht, wann das ist. Ich meine, irgendwo mitten in der Magierabgabe-Quest. Wahrscheinlich während der Schatzsuche. Es wäre also nicht so viel. Damit wir die dann auch haben. Geht es? Ich gehe mal davon aus, dass sich hier nicht viel verändert hat. Es ist immer noch alles beklaut, alles beräubert, leer und geplündert. Ja. Mal sehen, was Specky dazu sagt. Hier ist sie nicht. Was darf sein? Wegen dieser Geschichte mit Talia. Konntet ihr schon etwas erreichen? Eine reich verzierte Gold, bitte. Ah, ist ja leer. Ihr seid ein Halsabschneider. Eigentlich solltet ihr gar nichts bekommen, trotzdem.
Und diese Talia hat immer noch meine Goldkette zum Donner nochmal. Wenn ich diese hinterhältige Ziege hier erwische, dann Achso, das ist seine Goldkette. Ja, dann Quicklord. Ja, jetzt müssen wir uns die Reise nochmal ansehen, ich weiß. Ist ja noch besser. Ich war auch bei ihm und habe das versucht. Auch da hat es nicht funktioniert. Aber ich stehe nicht ganz so weit weg wie vermutet. Es ist also wirklich fast nur die Reise. Steht denn an der Goldkette irgendwas dran? Schüttule. Schmuckschatulle. Nö. Beinschienen. Meisterlich geschmiedete Beinschienen aus einem seltsam leichten, extrem harten Metall. Auf magische Weise wird die Gewandtheit des Trägers gesteigert und auch Zaubern ist mit dieser Rüstung möglich. 2-2 gegen 2-2. Es klingt ganz hart nach Tippi. Jetzt müsste Tippi die anziehen. Aber weil auch Zaubern damit möglich ist, hat Gladys ernsthaft Vorrang. Kann nur vom Hauptcharakter benutzt werden. Ah. Okay, das heißt, es würde sogar Sinn machen, seinen Hauptcharakter als Magier zu gestalten. Weil man dann mit einer annehmbaren Rüstung zaubern kann. Das ist ja ganz nett zu wissen. Für alle, die mal einen Magier machen wollen. Schafft euch keinen Magier außer dem Hauptcharakter an. Immer. Es sieht irgendwie falsch aus. Naja, lassen wir sie. Ich bin mir sicher, da kriege ich noch passende Handschuhe zu die Taschendiebstahl erhöhen, wie das bei legendären Heldenrüstungen immer so ist. Wie? Nein. Wegen der Geschichte mit Talia. Wertvolle Schatulle, die ich wieder beschaffen sollte und schaut, was sich noch angefunden hat. Eine reich verzierte Goldkette. Ihr habt die Kette gefunden. Heck. Gebt sie her. Wunderbar. Hier ist das Geld. Ja. Sehr gut. Der Bolthahn-Trick ist abgeschlossen. So. Ich weiß nicht, ich meine, die Goldkette hätten wir nirgends gesehen. Also wenn die Goldkette jetzt irgendwie stark verzaubert oder sowas wäre, dann könnte man ja sagen, ja komm, ist ja mal egal, ob er zufrieden ist oder nicht, behalten wir natürlich die Kette, aber... Ja, ich habe ja nirgends gesehen, ob oder dass die Kette irgendwelche interessanten Werte hätte. Ein Zwerg, ein Baum. Wir haben wirklich nicht viel gemacht unterwegs. Sehr schön. Liegt immer noch über der Straße. Andererseits war es ja auch erst einmal dunkel. Was sagt denn unser Questbuch? Die Harattenplage.
Machen wir noch nicht weiter. Wir haben nicht so viel gemacht. Wir könnten gucken, ob die Handelshäuser weitermachen mit uns. Ja, das ist eine Sache. Das könnte gehen. Also, vor der ganzen Aktion waren wir ein Level niedriger und ja, haben uns bis jetzt zwar schon in einigen Werten gesteigert, aber nicht so massiv, dass ich sagen würde, es lohnt sich jetzt, die Ratten platt zu hauen und dann eine eventuelle Bossratte, von der ich ganz stark ausgehe, noch anzugreifen. Weil die wird nicht alleine sein. Also. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Bossratte nicht alleine sein wird. Ganz ehrlich. Wäre äußerst seltsam. Ja, dass hier diese eine versteinerte Statue ein Solo-Boss war, ja, okay. Das lasse ich durchgehen. Ich meine, wo soll er auch Erze herbekommen, ne? Außer wenn er sie berührt. Aber die Ratte, die sowieso schon Horden von Killerratten produziert oder sammelt, die wird sicher nicht alleine sein. Und wenn wir den Kampf starten mit einer dicken Bossratte, ähnlich Weißfell, doppelt so stark und auch doppelt so schwer zu treffen und fünf anderen, dann haben wir echt ein Problem. Also dann wird das ein verdammt knapper Kampf und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es nur fünf Ratten sind. So viel dazu. Schmackhafte Delikatesse. Nee, noch nicht. Ich will sie bei Zwergen abgeben, weil da stand, Zwerge würden am meisten dafür bezahlen. Das machen sie nicht weiter. Wagnitz müssen wir finden. Wirregeist kehrt zum Hesin-Tempel zurück. Weil den können wir nicht machen, den auch nicht. Die machen noch nicht weiter und die will ich noch nicht weiter. Also ich könnte sie natürlich an jeden Händler verkaufen und mir dafür Karten geben lassen, statt Silber am Anfang. Aber das ist auch so, ich will wissen, was die Zwerge dazu sagen. Weil in dem Schreiben hieß es ja, die Zwerge würden am meisten dafür bezahlen. Tretet ruhig ein. Die Tür ist nicht verschlossen. Das ist auch dann können, die Tür ist offen. Lernt ihr denn nicht positives Denken in der Kirche? Hm? Oder denkt ihr mehr an eure oben ohne Göttin? Ja gut, das würde mich auch eine ganz schöne Zeit beschäftigen, wenn ich da arbeiten müsste. Hi Drache! Willkommen zurück. Ich traf Rakorium vorhin auf dem Weg zu eurem Haus und er erzählte mir von eurem Erfolg in Moorbrück. Damit habt ihr die erste Prüfung des Orakels erfüllt. Tretet vor die Stimme des Orakels, damit sie euch das nächste Rätsel offenbaren kann. Ich bin Bright, lasst uns beginnen. Die erste Queste wurde erfolgreich bestanden. Und dies sei die zweite der drei Prüfungen. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, wo das Dunkel waltet in der falschen Sonne Schein, hausen des alten Diener voll des hohen Mutes. Mit der Schlangenfrau geraubtem Wissen lassen sie des jungen Wahn gedeihen. Errettet werden muss dies alte Wissen, um zurückzukehren an seinen angestammten Platz. Unragarum. Unragignia. Nun denn,
Das zweite Rätsel ist ausgesprochen. Seid ihr bereit für eure Aufgabe? Könntet ihr mir abermals bei dessen Deutung behilflich sein? Es geht um irgendeine Bergstadt. Das Orakel sprach von gestohlenem Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau kann sich hier... Hier kann es sich bei meinem Dafürhalten nur um die ehrwürdige Gesinde selbst handeln. Mhm, die sieht aber nicht so schlangig aus. Aber vielleicht ist sie ja sehr gelenkig, das weiß ich nicht. Nein, sie hat natürlich die Schlange als Waffentier. Welches Gewissen gemeint sein soll, bin ich überfragt. Wo der Berge Antlitz eins rot getaucht. Dazu fällt mir eigentlich nur ein Ort ein. Im Kosch ein. Festung zum Blutberg. Sie liegt in einer bergigen Region des Dunkelwaldes. Ihr Name verdankt sie wohl den vielen blutigen Schlachten um den Fels, auf dem sie einst errichtet wurde. Ironischerweise scheint die Gegend dank des kürzlich ausgerufenen Sonnenzuges ihren Namen abermals alle Ehre zu machen. Was für ein Sonnenzug, meint ihr? Habt ihr es denn noch nicht gehört? Großinquisitor hat alle Prioten, die er finden konnte, in den Dunkelfrost zu Blutberge geführt. Angeblich richtet sich der jüngste Sonnenzug gegen eine frevelhafte Hexenschar, die dort hausen soll. Hexen? Ich verstehe nicht. Hat er nicht genug damit zu tun, flüchtigen Kastan Wagnitz zu ergreifen? Verstehen mag ich das Ganze auch nicht so recht. Es hieß, die Hexen hätten Wagnitz mit Hilfe schwärzester Magie zu diesen finsteren Mordritualen gezwungen. Als Großinquisitor habe er die Pflicht, gerechte Sühne und das Licht der Läuterung in den Dunkelfrost zu tragen. Ich werde der Sache wohl selbst auf den Grund gehen müssen. Hab Dank. Möge Hesinde eure Weisheit stärken, auf dass ihr die Mysterien um das gestohlene Wissen der Schlangenfrau ergründen werdet. Da gehe ich mal von aus. Weil sonst wäre doof. Ach, er sucht immer noch nach seinen Büchern. Dass hier noch kein anderer zum Gucken gekommen ist, das finde ich echt krass. Also das ist doch eigentlich eine super Show, da muss man doch hingehen. Voll so ein schwebendes Teil und Lasershow drumrum und so. Das redet manchmal wirres Zeug. Ey, sofort glotzen gehen. Aber jetzt müsste das Spiel wirklich ein Questabschnitt weiter sein. Deswegen werde ich nach Talia gucken. Und mir auch ansehen, ob alle anderen Quests weitergehen. Ist dir was passiert? Ach du liebes bisschen. Kobold. Oh, neue NPCs. Das sieht nicht gut aus. Halb so schön, es geht schon. Ist ja nicht das erste Mal. Mach keine Witze. Du bleibst so liegen, Kobold. Er hat sich gar nicht gewehrt. Nein, mir fehlt nichts, Kumel. Still. Der Heiler muss sich das sofort ansehen. Kobold. Rühr dich bloß nicht. Das sieht nicht gut aus. Halb so schlimm, es geht schon. Ist ja nicht das erste Mal. Mach keine Witze. Du bleibst. Das sieht nicht so aus, als wäre es nicht so schlimm. Bewegst dich nicht mehr, außer deinem Mund. Hey, ihr da! Zur Hilfe! Kommt schnell! Ich wurde bestohlen. Sei still. Stilwurst und. Ulrosch hier sind passiert. Was? Wovon redet ihr? Von diesen zerstreuten Zwergenarchitekten. Ich verstehe nicht. Sie haben das Haus hier gebaut. Mein Mann ist dort oben von der Türschwelle gestürzt. Oh jemine. Was für ein Unglück. Ihr müsst ihm helfen.
Er kann sich nicht mehr rühren. Ach, mir geht es doch gut. Das ist nicht das erste Mal. Spar dir deine Witze, Hugold. Hugold. Du bleibst schön ruhig liegen, bis Hilfe da ist. Weshalb, wenn er doch sagt... Nein, nein, nein. Durch die vielen Stürze spürt er bloß die Schmerzen nicht mehr. Ich sag's euch, ihr müsst Heiler holen, damit Hugold vor dem Schlimmsten bewahrt. Damit er... Wenn er ohne Heilung einfach aufsteht, muss er am Ende noch sterben. Ich flehe euch an, bitte holt einen Heiler. Ich verstehe, ich wusste nicht... Und so weiter. Ihr findet sicher in der Grafenstadt am Feine Tempel. Eilt doch, bevor es zu spät ist. Was sagt er dazu? Ihr findet. Okay. Hey, sie hat das Zeug vorgelesen. Ihr findet den Heiler am Perine Tempel in Grafenstadt. Beeilt euch! Hugold geht es nicht gut! Mach keine Witze! Du bleibst so liegen, Hugold! Naja, bleib du mal da stehen und diskutier mit deinem gestürzten Mann. Ich mach so lange was. Immer diese NPCs, ey. Voll hart drauf und so. Ja. Aber leider muss ich sagen, dass der Part irgendwie vorbei ist und ja. Es freut mich, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal.